Also nachdem wir in der letzten Folge Luigi angerufen haben, werden wir heute Yoshi angerufen. Und Yoshi, dieser grüne, was auch immer es ist, ich wollte es gerade sagen, Frosch, aber Frosch ist es glaube ich nicht, dieses grüne Etwas von Super Mario, ihr kennt doch alle Yoshi, oder? Also eigentlich, Yoshi müsste jeder kennen. Yoshi kennt jeder von uns, oder? So, Yoshi ist dieser grüne von Super Mario, auf dem Mario öfter reitet, ist ein Yoshi, der öfter diese Äpfel. Ja, mit seiner Zunge fängt, also wie eine Fliege halt, also wie ein Frosch fliegen fängt. Ja, so Leute, und wir werden heute mal Yoshi auf FaceTime anrufen, nachdem wir in der letzten Folge vor ein paar Tagen Luigi angerufen haben und die so gut bei euch ankam, wirklich. Leute, die hatte nach ein paar Tagen mehr Aufrufe als manche Folgen nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Und das sogar nach einem Jahr. Es war krass, es war einfach zu krass. Deswegen dachte ich, wir machen heute so was Ähnliches halt. Mit Yoshi ist ja ähnlich, weil Yoshi und Luigi haben dieselbe Farbe, sie haben beide grün. Also Yoshi hat grün auf seinem Fell oder seiner Haut. Und Luigi hat halt grün auf seinen Klamotten, seiner Mütze. Deswegen, Leute, dachte ich, wir rufen jetzt heute mal Yoshi an. Ja, ihr seht, es ist 3 Uhr. Ich bin auch extrem, meine Stimme ist auch extrem abgefuckt, weil es halt schon zu spät ist und ich halt eigentlich schon extrem müde bin. Ich weiß eigentlich, sollte ich schlafen um die Uhrzeit, aber naja. Ich dachte mal, ich werde heute nicht schlafen und anstelle ein Video aufnehmen. Ich habe schon öfters sowas gemacht, aber ja, ich bin heute besonders müde. Ich werde heute extra, also ich werde schon auch schlafen, aber dann wahrscheinlich wirklich erst später. Ich werde dann wahrscheinlich auch erst später einschlafen. Ich muss dieses Video noch schneiden, ich muss alles noch machen. Ihr hört vielleicht schon den Schmerz in meiner Stimme. Okay, aber egal. Darum soll es ja eigentlich nicht gehen in den Videos. Es soll eigentlich nur darum gehen, dass wir heute Yoshi auf FaceTime rufen werden. Die anderen schlafen alle schon. Mario, Luigi und Forky. Ich habe ja mit denen alle eine Party gemacht. Game wird sicherlich auch noch da. Und ich erfahre, die sind alle tot von der Party. Die sind alle K.O., also gefühlt tot. Sollte man deswegen, ich bin ein bisschen auch total abgefuckt von der Party, alles von der Musik, von alles. Ich bin immer um 3 Uhr erschöpft, also 3 Uhr nachts generell in der Nacht, aber jetzt in der Party bin ich besonders erschöpft. Ja. Egal, Leute. Jetzt, wo wir alle schlafen, dachte ich, wir nutzen die Zeit, wo wir alleine sind und rufen Yoshi an. Also wir haben heute nicht Mario, Luigi oder so dabei, und auch nicht Gamey und nicht Forky, sondern wir rufen Yoshi an. Rufen Yoshi an von dem Spiel Yoshi Islands, Yoshi's Crafted World, der hat ja auch mehrere eigene Spiele, also Yoshi ist eigentlich schon cool, ja. Leute, mögt Yoshi auch so sehr wie ich, also ich finde Yoshi süß. Naja, Leute, ich will jetzt auch gar nicht mehr so viel drumherum reden. Ich will nicht so viel, ich will das nicht mehr auf den Fall, dass man, ich rufe Yoshi jetzt einfach an, ich habe sind immer schon rausgesucht, dann fällt jetzt nicht mehr viel, dann muss ich ihn jetzt eigentlich nur noch anrufen. Okay, Leute, es wählt, es ist. Dings, es klingelt. Das ist ja eigentlich dasselbe, aber Leute, ich hoffe, Yoshi geht dran. Ich hoffe, dass Yoshi pünktlich hier dran geht, im Gegensatz zu Luigi im letzten Video. Luigi hat ja wirklich, sie hat gefühlt Jahre gebraucht, bis er mal dran gegangen ist. Naja, Leute, ich hoffe, dass es bei Yoshi nicht so sein wird. Ich hoffe, dass er bei Yoshi Glück haben wird und dass er nicht Jahre brauchen wird, um dran zu gehen. Ich glaube an Yoshi. Ich glaube, Yoshi ist ein bisschen vernünftiger als Luigi. Glaubt das auch? Also ich glaube es auf jeden Fall. Ich bin fest von Überzeugung. Ich bin einfach fest überzeugt davon, Leute. Okay, wir müssen jetzt natürlich trotzdem ein bisschen warten, weil es kann sein, dass dein Handy gerade nicht in der Nähe ist oder keine Ahnung was, oder vielleicht schläft er auch schon. Stimmt, so weit habe ich gar nicht gedacht. Vielleicht schläft er auch um diese Uhrzeit, wie es normale Menschen auch tun würden. Ja, stimmt. Ja, wenn das jetzt so ist, wäre es natürlich blöd, weil dann hätte ich dieses ganze Video ja eigentlich umsonst aufgenommen. Mann, Leute, ich hoffe, Yoshi geht dran. Ich hoffe, Yoshi lässt uns nicht im Stich. Mann, Yoshi, bitte lass uns nicht im Stich, Bruder. Es klingelt aber noch, es klingelt noch. Also wenn er jetzt ablehnt oder er keinen Bock auf uns hätte, hey, das wäre auch mies scheiße. Hey, aber nein, ich darf so nicht denken. Wenn ich so denke, dann passiert das wirklich. Hey, nee, das ist okay, das wird nicht passieren, Leute, das wird auf gar keinen Fall passieren. Okay, es klingelt immer noch. Das heißt, er hat sein Handy gerade nicht in der Nähe oder keine Ahnung, er ist auf Klo oder am Duschen. Wobei am Duschen in die Uhrzeit, Leute, duschen ihr um 3 Uhr. Ich glaube, das machen eher wenige. Es gibt bestimmt welche, die es machen, aber bestimmt nur sehr, sehr wenig Leute. Oh Gott. Und Leute, drückt uns die dann lassen dann nach oben da auf diesem Video, damit ihr euch endlich mal ins Telefon geht. Das kann doch nicht sein, das klingelt jetzt aus, wie das seit 2 Minuten. Oh Mann, Leute, einfach. Oh
das. Oh Mann, hab ich auch Leute. Mann. Yoshi, bitte heb ab, bitte heb ab. Yoshi. Yoshi, hallo? Ja, Yoshi, du hast jetzt auch die 8 gebraucht, genau wie du, als du dran gegangen bist. Ja, Yoshi, warum wir dich anrufen? Ja, weil das Video für Idi so gut ankam, wie wir ihn auf Facebook angerufen haben. Du hast es auch gesehen, deswegen kennst du uns. Oh, heiß, mega fett. Ja, sind wir auf die Idee gekommen, dich anzurufen, so eine gewisse Ähnlichkeit, wie Luigi. Also, das ist zum Aussehen und auch so eine Kaltweizigkeit. Okay, das war jetzt ein bisschen beleidigend, Yoshi, ich weiß, aber ich nehme es mit Humor, ich meine das nicht böse, ja, nimm das mit Humor, ich sage öfter Sachen, die ich nicht so meine, okay, Yoshi, das ist alles wieder gut, ja. Ja, Yoshi hat, ja, wir sind gerade, oder wir haben eine richtig große Party gefeiert, aber ich meine, trotzdem, wir könnten noch mehr Leute hier im Haus gebrauchen, ich meine, es sind immer noch zu wenig Leute, so fünf Leute sind immer noch zu wenig im Haus, deswegen, wir brauchen vielleicht noch sechs oder fünf, vielleicht noch dann ein paar Freunde mit, mach wie du willst, oder komm auch alleine. Wenn du alleine kommst, wäre auch okay, wäre auch nicht schlimm. Yoshi, bitte komm einfach, Yoshi, bitte komm einfach, okay? Ja, Yoshi, danke. Das wäre lieb von dir, das wäre echt, echt lieb von dir auch. Das, auch danke, dass du dir noch eine Mühe machst und um diese Uhrzeit kommst. Yoshi, dankeschön. Danke, Yoshi. Ja, okay, ne? Ich glaube, Yoshi. Oh Gott, habt ihr das gehört? Yoshi kommt noch, er will noch kommen um diese Uhrzeit. Yoshi ist der Beste. Yoshi ist ein Ehrenmann, dass er um diese Uhrzeit noch kommen will. Dass er noch extra kommt, um mit uns noch eine Party zu feiern. Mann, Leute, ich wusste schon immer, dass Yoshi so sympathisch ist. Ich wusste es einfach schon immer. Leute, lass ein Abo auf diesem Kanal dafür, Yoshi. Und aktiviert die Glocke. Ja, Leute, dann warten wir jetzt, bis Yoshi kommt, ne? Yoshi! Bye.
Gott, Leute, habt ihr das gehört? Ich glaube, Yoshi ist da. Yoshi ist vor der Tür, mein Gott. Endlich, also jetzt heißt endlich, aber eigentlich relativ schnell. 5 Minuten, das kam mir natürlich länger vor, weil ich jetzt in den 5 Minuten nichts gemacht habe. Das war mir ein bisschen langweilig, deswegen kamen mir die 5 Minuten halt vor wie 10. Wobei auch 10 Minuten wären nicht lange gewesen. Leute, ich muss nach diesem Video dringend schlafen. Ich werde nach diesem Video auch schlafen, nachdem ich es geschnitten habe oder wenn ich. Oder vielleicht schneide ich das Video auch am nächsten Morgen. Kann auch sein. Also falls das Video irgendwie erst um 11 Uhr oder so kommt, kann es sein, dass ich es dann am nächsten Morgen schneide. Leute, egal, darum muss ich mir jetzt noch keine Gedanken machen. Es geht jetzt erstmal darum, Yoshi zu empfangen. Ah, Yoshi, komm rein, hallo. Ah, Yoshi, wie geht's dir? Ja, und wie geht's deiner Familie? Ja, Familie geht's auch gut und deinen Freunden auch. Ja, das ist doch schön, ja. Ja, jetzt unseren Freunden Mario, Luigi, Peach, wenn noch alles dazu gehört, geht's allen gut, das ist doch schön. Das ist doch schön, ja. Ja, Yoshi, was wir jetzt machen, ich würde sagen, wir feiern vielleicht jetzt oder feiern noch besser. Oder ich würde sagen, in erster Linie unterhalten. Wenn sie es erstmal nicht bewertet, ist jetzt in erster Linie unterhalten. Und Leute, ich schalte jetzt zur nächsten Folge wieder ein, Leute. Peace out.